jetzt kommt das Übungsvideo zum ganzen Ether-Geschäft. Und zwar, ich schreibe das erstmal auf. Also wir haben uns folgende Aufgabe überlegt. 1 Kilogramm Wasser, 1 Liter, ich weiß, möchten wir von 5 Grad Celsius auf 100 Grad Celsius erwärmen. Ich nehme einen Tauchsieder, ne, so einen richtigen ollen Tauchsieder von Oma. Da steht drauf 2000 Watt. Und ich weiß, wenn ich einen richtig schönen, gut reflektierenden Topf nehme, damit mir nicht zu viel flöten geht an Energie, ist Ether 0,9. Und ich möchte mal wissen, wie lange das dauert. Und vielleicht auch, ach nee, und die Kosten dafür. Die Kosten, wenn eine Kilowattstunde 30 Cent entspricht. 30 Cent Geld. Ne? 30 Euro Cent Geld. So. Die Lösung. Ich stelle euch mal zur Lösung folgende Formeln bereit. Und zwar, die Formel für die Wärmeenergie ist C mal M mal Delta T. C von H2O nehmen wir an als 4 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Und eigentlich müssten wir alles haben. Ach so. Ja, und noch eine Formel am Rande, aber die wisst ihr eigentlich schon, P ist, ach, ja, ich sag's auch noch, das kommt davon, P ist W durch T. So, jetzt legt man los. Also, gesucht ist die Zeit, wie lange dauert es, bis ich das ganze Ding warm habe, bei einem Ether von 0,9. Und die Kosten, wenn eine Kilowattstunde 30 Cent kostet. Na denn. Es gab ein paar Schwierigkeiten. Mensch, kann man das einfach so umrechnen? WW kann man ja hinschreiben, ne? Das ist ja noch nicht schlimm. Ist gleich, kann man abschreiben. Für C kann man einsetzen, diese 4 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Das kann man ja machen, aber jetzt geht's los. M kann ich auch noch an Kilo hinschreiben, ist kein Problem. Aber jetzt gab es die Frage. Ich verweise nochmal drauf. Delta heißt die Differenz, also der Unterschied. Differenz heißt nur Unterschied. Und da die Kelvin-Skala und die Celsius-Skala die gleichen Skalenabstände haben, muss ich nicht erst 5 Grad Celsius in 278 Kelvin umwandeln und das andere, sondern ich kann gleich sagen, 100 minus 5 mal 95 Kelvin. Das ist der Unterschied. Das ist das Wichtige. So, jetzt der Rest geht relativ leicht. Jetzt kann ich sogar nach dem Kürzen der Einheiten, wenn alles richtig ist, jawohl, es bleibt auch wirklich Kilojoule übrig, kann ich WW eintippen. 4 mal 95, ne? Ist. Danke. Das heißt, das sind 380 Kilojoule. Erster Schritt. Jetzt muss ich aber sagen, wie viel muss ich dann wirklich Energie investieren? Das ist das, was ich wirklich genau brauche, wenn alles klappt. Es klappt aber nicht. Was muss ich machen? Achtung, jetzt müssen wir erst überlegen. 380.000 Joule wäre ideal. Das wäre, ich mache es nochmal rot, bei Eta gleich 1. Wenn alles super liefe, das läuft aber überhaupt nicht super, im Gegenteil, Eta ist 0,9. Mit anderen Worten, wir müssen uns erst darum kümmern, wie viel Energie muss ich denn wirklich zuführen, damit ich wenigstens die 380 Kilojoule rausbekomme. Und das machen wir wie? Na klar, es gibt verschiedene Vorschläge, da könnte man so oder so, warum denn? Wir sagen ganz einfach, Eta war 0,9, ne? Also, und wir wissen alle, Eta wird errechnet aus W abgegeben durch W zugeführt. Na, dann kann ich doch sagen, 0,9 ist gleich abgegeben müssen 380 Kilojoule durch, und jetzt kommt, wie viel muss ich zuführen? Das weiß ich nämlich noch nicht. Umstellen, und dann weiß ich ganz genau, dass ich, also, mal W zu geteilt durch 0,9 rechnen muss. Demzufolge ist W zu, ich mache mal hier drüben weiter, und das rechnen wir aus. Na, ich muss durch 0,9 teilen, was kommt dabei rum? Wenn ich das Tippeltappeltour mache, ich weiß Eta, ich weiß dies, ich weiß das, und ich stelle um, wie bisher, dann komme ich darauf, dass ich W zu durch, W zu ist gleich 380 Kilojoule durch 0,9 teilen muss, und dann komme ich auf 422 Kilojoule. Das ist meine Ausgangsbasis. W zu ist aber die elektrische Energie. Also, das ist die elektrische Energie.
Und jetzt muss ich mich darum kümmern, wie kann ich das in elektrische Energie umwandeln. Genau, umwandeln, indem ich sage, ein Joule ist eine Wattsekunde und ich kann ruhig das Kilo nutzen. Das heißt also, W elektrisch ist gleich 422,2 Periode 2. Kilo nehme ich für meine drei Nullen und statt Joule schreibe ich Wattsekunde. Ich möchte aber... Käse. Wir hatten aber gesagt, eine Kilowattstunde sind 30 Cent, meine Lieben. Und wir wollen mit der Zeit zurechtkommen. Mit Sekunden kommt man noch klar. Aber wenn wir Kilowattstunde brauchen, müssen wir da nochmal eine kleine Umrechnung durchführen. Aber fangen wir erstmal an mit der Zeit. Wie errechnet man die Zeit? Richtig, wenn wir an die Zeit ran wollen, müssen wir PSW durch T umstellen. Also, P gleich W durch T. Ich nehme mal T und teile durch P. Dann ergibt sich hier raus, T ist gleich W durch P. Und jetzt wird es leichter. Eingesetzt, ich mache hier drüben weiter. Time, ne? Und jetzt habe ich meine, jetzt muss ich meine 422,2, es ist ja mehr als diese 380 Kilojoule, die muss ich mir schnappen und die entsprechend durch die dazugehörige Leistung teilen. 422,2 Periode 2 Kilowatt Sekunden. Und jetzt gucke ich mal, was hatten wir für eine Leistung? 2000 Watt, darf ich auch 2 Kilowatt sagen, ne? Sagen wir mal durch 2 Kilowatt. Und ich kriege dabei, schwupp, schwupp, Sekunden raus. Naja, das kann ich sogar im Kopf, sogar ich. 211,1 Periode 1 Kilo und Kilowatt haben sich beide gekürzt, Sekunden. Naja, das ist nicht allzu lang. Wenn man überlegt, dass eine Minute 60 Sekunden hat, wie kommt man weiter? Eine Minute ist 60 Sekunden, also durch 60. Ne? Das in Stunden anzugeben, wäre jetzt im Moment albern. Das entspräche also durch 60. 3 mal 60, 180, 31. 3 Minuten und 31 Sekunden. Ne? Okay, gut. Jetzt aber diese blöden Kosten, das heißt, ich muss mit Kilowatt, ich muss hier weiterrechnen, hier geht es weiter. Ich muss noch die Kosten ausrechnen. Die Kosten, das geht so. Wir haben ja gesagt, 30 Cent entspricht eine Kilowattstunde. Das habe ich jetzt von oben abgeschrieben, das scrolle ich nicht nochmal. Dann kann ich sagen, ich habe hier... 422,2 Periode 2 Kilowattsekunden ist x. Ich kann hier noch nicht weitermachen. Ich muss erst die Kilowattsekunden umwandeln, dann kann ich die Formel umstellen. Logisch oder nicht? Wenn ich nämlich hier, damit x alleine steht, mal die 422,2 Periode 2 Kilowattsekunden multipliziere, steht hier drüben 30 Cent. Mein x steht alleine, ne? Das ist in Ordnung. Nee, nicht x, sagen wir t dazu, mal diese 422,2 Kilowattsekunden. Und jetzt kommt das Problem, durch eine Kilowattstunde ist t. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt muss ich, denn ich kann nicht kürzen. Wenn ich selbst kW hier rausstreiche, bleibt s und h übrig. Ich komme nicht weiter, ich möchte aber, ja, hier stimmt was nicht, ne? Die Kosten, Entschuldigung, ich muss nochmal was ändern. Die Kosten, habe ich gesagt, dann kann ich ruhig x dastehen lassen, nicht t, so ein Quatsch. Ich schreibe mal Kosten hin. Kosten, so, ist Kosten. Kosten steht allein, pardon. So, wie geht's weiter? Wunderbar, die beste Idee, ich mache hier oben aus diesen 422,2 Kilowattsekunden, nicht Kilowattstunden, sondern ich mache hier unten aus der Kilowattstunde, Kilowattsekunde geht viel einfacher. Also, sieht das so aus, ich schreibe einfach weiter, 30 Cent mal, jetzt kann ich das Wort schon langsam nicht mehr hören, Kilowattsekunde durch eine Kilowattstunde, eine Kilowatt, eine Stunde hat 3600 Sekunden. Und jetzt klappt's, das sind die Kosten. Wenn ich das, naja, eine Null kann ich wegstreichen, aber es wird immer blöder. Also eintippen bitte jetzt bloß noch 3 mal 422,2 durch 360 und dann müssten wir es eigentlich haben.
In Cent, wohlgemerkt, denn Cent bleibt übrig. Wenn wir die Kilowatt rauskürzen, wunderschön, hat das genau geklappt. Und die Sekunden rauskürzen, wunderschön, Cent bleibt übrig. Also tippt mal ein und dann werden wir sehen. Wenn ich mir das überschlage und mache hier 400 oben draus und hier unten 400, dann muss irgendwas mit 3 Cent rauskommen und es sind 3,5 Cent. Also ist es gar nicht so schlimm, Moment, ist es gar nicht so schlimm, 1 Liter Wasser mal aus der Leitung schnell mal Vollgas zu erwärmen. Das geht mit dem Tauchsieder, das geht mit dem Wasserkocher, das geht mit allem drum und dran. Das kostet immerhin 3,5 Cent, wenn ich das 10-mal mache, naja, habe ich 35 Cent verbraten. Kleinvieh macht auch Mist, ich weiß. Ich mache nochmal Stopp an der Stelle. So, jetzt mal von den Kosten abgesehen. Wir hatten ja gesagt, das sind rund 3 Minuten, 3,5 Minuten. Hausaufgabe. Ihr stellt euch mal bei. Und zwar, Hausaufgabe ist euer Selbstversuch zu Hause. Und zwar, bitte, 1 Liter H2O T-Leitung messen. Und T-Siede ist klar. Siedetemperatur ist nun mal 100 Grad Celsius. Da müssen wir nicht messen. Aber T-Leitung. Wenn es gar nicht geht, lasst eure Eltern schätzen. Das messen. Dieses C nehmen wir an. C ist gleich 4,2. Jetzt werden wir mal ein bisschen genauer. Ne? 4,2 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Das war gegeben. Und gesucht. Achso. Vorher P. Heizer ermitteln. Also was das für ein Ding ist. Wasserkocher steht unten drunter. P. Und gesucht ist T wie Time. Die Kosten sind mir jetzt egal. Die bewegen sich eh im Centbereich. Da bin ich mal gespannt. Wenn da drunter zum Beispiel 3,6 kWh steht. Beispiel. Das ist jetzt ein. Achtung, das ist ein Beispiel. Beispiel. 3,6 kWh, dann ist damit gemeint? Kilowattstunden. Ne? Kilowattstunden. Also wären das 3600 Wattstunden und so weiter. Okay, also, und ihr macht das mit der gleichen Anleitung, mit der gleichen Sache, die ihr euch heute aufgeschrieben habt, und rechnet das mal aus. Wir tun mal so, als wenn Eta, geben wir auch noch an, Eta ist in diesem Fall mal, ach, sagen wir 0,9. Das ist ein Ether. Das ging daneben. 0,9. Ist es im Allgemeinen. So, hier gibt es eine Frage. Das war natürlich das Blöde. Ich hätte das so schreiben sollen. Na. Ja. Ich habe T gemeint. T wie groß T. Aber da wir in Celsius messen, nehmen wir Theta. Das große Theta. Temperatur, wie es aus der Leitung kommt. Ich schätze mal, bei der Witterung derzeit werden es um die 5 Grad sein. Nebenbei, man könnte sogar selbst das ausrechnen. Ne? Rückwärts ausrechnen anhand der Zeit. Achso, Leute, messt die Zeit mal. Zeit messen, ne? Also, Zeit messen. Und dann vergleichen. Mit errechneten Wert. Eine sehr schöne Hausaufgabe. Wann haben wir das letzte Mal? Freitag, ne? Nein, da haben wir Mathe und Physik und Donnerstag haben wir nochmal. Also zu Donnerstag. Schön.